Wir starten jetzt mal eine ganz neue Reihe. Wie groß sie letztendlich wird, hängt ein bisschen an euch und auch ein bisschen, ob wir noch ein paar super Ideen für neue Videos finden. Und wie ihr bereits lesen könnt, diese Reihe heißt Dein Weg zu deinem perfekten Traumkörper. Einfach weil, erstens ist mir wichtig, immer darzustellen, dass es euer Traumkörper sein muss. Ihr solltet euch nicht an anderen orientieren, weil jeder Mensch, ihr wisst, die alte Leier ist perfekt, so wie er ist und ist auch anders. Und das ist auch gut so, dass wir nicht alle gleich aussehen. Und deswegen habe ich gedacht, ich starte die Reihe mal einfach, weil auch diese Jahreszeit so ein bisschen diese Forderung mit sich bringt. Weil viele mir schreiben über jede Art von Medien und immer wieder häufen sich eigentlich dieselben Fragen. Und ich finde, ich kann viele dieser Fragen einfach durch diese kleine Reihe beantworten, weil viele davon entweder kleine Anfängerfehler sind oder weil einfach viele noch ein bisschen überfordert sind durch die ganzen Mediensachen, die auf einen besonders im Januar einprasseln. Ich meine, es ist ja nicht mehr feierlich, dass in jeder Zeitschrift, egal wofür die Zeitschrift eigentlich normalerweise steht, geht es jetzt ums Abnehmen, geht es jetzt um Sport. Jeder, der richtig viel Geld in die Hand nimmt, ballert jetzt die Fernsehwerbungen voll mit: Du nimmst ab und so und so und dieses Programm gibt es da noch. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache eine kleine Anleitung für all diejenigen von euch, die noch gar nicht mehr wissen, was soll ich denn jetzt eigentlich wirklich machen? Brauche ich das alles? Und heute als erstes geht es um das Thema Ernährung. Ich predige es immer wieder und ihr hört es bestimmt auch sehr, sehr oft auch an anderen. Ernährung ist das A und O zu jedem Traumkörper, zu jedem Ziel, was ihr erreichen wollt. Wollt ihr mehr Körper, Muskeln aufbauen, ist Ernährung am Ende der Schlüssel. Wollt ihr abnehmen und Straffung, ist wieder die Ernährung der Schlüssel zu allem. Deswegen denke ich auch, es ist wichtig, dass das erste Video ist. Und wir kommen gleich zum ersten Problem. Das erste Problem ist, was für eine Ernährung soll ich wirklich verfolgen? Mittlerweile gibt es ja mehr Ernährungssorten, als es Menschen gibt. Es gibt Low Fat, High Fat, es gibt Paleo, es gibt Schlank im Schlaf, es gibt... Was gibt es noch alles? Ich weiß es nicht. Es ist richtig, richtig viel. Ich habe diese Diäten mal verglichen ein bisschen. Ich verlinke euch dieses alte Video mal unten. Das ist schon ein bisschen älter, aber ich denke, es ist immer noch sehr, sehr aktuell. Und es vertritt immer noch meine Meinung. Und zwar, meine Meinung ist, wie ihr, jedenfalls die meisten von euch schon wissen, ich ernähre mich eigentlich nicht wirklich so nach irgendeiner speziellen Diät, weil ich erstens diesen Begriff Diät schon mal verabscheue. Weil ich denke, ein Leben auf einer ganz speziellen Diät, also wirklich Diät und nicht Lebensweise, ist schon mal grundauf falsch. Dann auch jede Diät für jemanden, der noch nicht ausgewachsen ist, ist schon mal verboten. Wirklich verboten gehört sowas, weil so viele junge Mädels sich das Leben damit entweder kaputt machen, in einen Wahn sich reinsteigern. Ich selber würde das auch gemacht haben, wenn ich nicht quasi dieses Fluch-Segen gehabt hätte, als kleines, junges Mädel sehr, sehr dürr gewesen zu sein und zwar wirklich seltsam dürr. So dass eher Leute meinten, ich sei krank, dürr. Aber naja, ich weiß, dass Mädels sich sehr oft in solche Diäten reinsteigern. Besonders wenn sie jung sind, wenn sie einem Jungen gefallen wollen, wenn sie in eine Clique reinpassen wollen. Deswegen, Diät ist schon mal ein großes No-Go. Aber, was ich euch sagen kann, wenn ihr effektiv abnehmen wollt, einfach, es ist am Ende des Tages egal. Es ist am Ende des Tages egal, ob ihr euch High Carb, Low Carb ernähren wollt, High Fat, Low Fat. Ihr müsst als erstes immer gucken, was passt für euch. Ich habe erst gestern wieder eine Nachricht gelesen von einer lieben Viewerin, die es einfach als Beispiel nehmen will, die eigentlich, ich würde jetzt eher sagen, Low Carb sich ernährt. Also guckt, wenig Kohlenhydrate ist so die typischste Art fürs Abnehmen. Wird in sehr, sehr vielen Programmen benutzt, weil es eben am schnellsten geht. Es ist einfach so, es geht irrsinnig schnell, sage ich, aber es ist manchmal zu radikal, erstens, wie es Leute durchziehen, weil der Körper auf lange Zeit sowas nicht durchhält. Und zweitens, wie eben bei dieser Viewerin, sie hat das versucht, aber kurz vorm Sport oder während dem Sport hat sie dann so gezittert, dass sie Angst bekommen hat beim nächsten Mal beim Sport, weil sie eben die Kraft fehlte ihr einfach, dass sie sich so voll gepumpt hat mit Kohlenhydraten, damit sie den Sport machen kann. Das heißt, am Ende hat sie ihre Low-Carb-Diät quasi betrogen mit ganz, ganz viel Carbs und am Ende war es gar keine Art von gesunde Lebenseinstellung, Lebensweise, sondern es war am Ende High Carb und High Fat. Und das ist ja wirklich das, was wir nicht wollen. Und da zeigt sich wirklich dieses Beispiel, guckt, wie ihr es am besten wirklich handhaben könnt. Ich bin jemand, ich esse sehr gerne Kohlenhydrate, brauche die auch vorm Sport, weil ich sonst einfach erstens schlecht drauf bin. Mal ehrlich, wer ist nicht schlecht drauf, wenn er zu wenig Kohlenhydrate isst?
ich bin auf jeden Fall sehr schlecht drauf und ich kann auch den Sport nicht wirklich machen, weil mir einfach die Kraft fehlt. Und deswegen schraube ich ein bisschen am Fett runter. Heißt aber nicht, dass ich kein Fett esse, sondern ich gönne mir auch hin und wieder was. Aber ich gucke einfach am Ende des Tages meinen Kalorienbedarf. Ja, wir sind wieder beim Begriff Kalorienbedarf. Guckt einfach, dass ihr euch ausgewogen ernährt. Das ist wirklich nicht so komplex, wie es oft dargestellt wird mit denen. Und ihr müsst das berechnen, ihr müsst das da rein tun. Am Ende ist es wirklich der Kalorienbedarf. Wenn ihr Kohlenhydrate nicht so dolle braucht, dann esst am Morgen ein bisschen mehr Kohlenhydrate, am Ende schraubt ihr runter und esst am Ende des Tages weniger Kohlenhydrate, vielleicht ein bisschen mehr Fettanteil. Wenn es am Ende bei den Kalorien stimmt, dann wird es auch gut so sein. Aber guckt auch wirklich, könnt ihr das auf lange Zeit durchziehen oder ist es für euch nur so eine radikale Diät für ein Ziel? Dann ist es 100% nicht der Weg für euch. Ihr müsst wirklich ein bisschen euch selbst einfach da ein bisschen offen sein und selbst auch nicht anlügen. Das ist so ein bisschen, ich glaube, auch der schwerste Teil an der ganzen Sache, sich selbst einfach zu sagen, kann ich das? Oder ist es nur, weil ich das jetzt unbedingt will? Ich weiß, wenn man eigentlich so ein bisschen nach der Lösung sucht für den perfekten Körper, dann möchte man manche Sachen auch gerne glauben. Oder man möchte gerne, dass irgendeiner da draußen diese perfekte Formel hat, wo es alles funktionieren wird. Und zwar am besten morgen oder sofort oder schon gestern. Aber diese perfekte Formel, liebe Mädels, liebe Jungs, die gibt es nicht. Es gibt keine perfekte Formel. Dazu sind wir einfach zu unterschiedlich. Dafür haben wir unterschiedliche Lebensweisen, alle von uns. Und haben auch verschiedene Vorlieben. Deswegen gibt es diese Formel nicht. Und eine einfache Formel gibt es schon mal gar nicht. Sondern es gibt nur die Formel, schaut einfach, was esst ihr so in der Woche? Ich würde da wirklich, ich habe das bestimmt schon 100 Mal gesagt und ihr hasst mich schon dafür. Guckt einfach mal eine Woche lang, dass ihr wirklich alles aufschreibt, was ihr esst. Wirklich alles. Und zwar nicht cheaten. Da wird nicht gecheatet, da wird richtig aufgeschrieben. Und guckt mal wirklich, was ihr esst. Manche Leute vergessen so hin und wieder, was sie zwischendurch sich mal so, ja, ja. Und wenn ihr das mal seht, und dann sag ich auch nicht, ihr sollt penibel euch die Kalorien ausrechnen, aber in dieser Woche einfach da mal gucken, was esse ich am Ende. Am Ende der Woche schreibt ihr euch die gesamten Kalorien raus und guckt mal, was habe ich wirklich gegessen. Und wenn ihr da seht, wow, dann werdet ihr merken, vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen mehr darauf achten, was ich mir immer mitnehme, plane vielleicht im Vorhinein, was ich essen soll. Am Anfang ist Kalorienzählen vielleicht nicht ganz falsch, einfach um ein bisschen, manche Leute glauben zum Beispiel immer noch, dass die Kartoffel irrsinnig viele Kohlenhydrate beinhaltet. Das stimmt gar nicht. Die Kartoffel ist sehr, sehr, für ein Kohlenhydrat, sehr kohlenhydratarm eigentlich, wohingegen der Reis sehr hoch ist. Einfach nur mal ein bisschen Kalorien zählen. Später braucht ihr das gar nicht mehr so genau. Ich bin jetzt niemand, der mehr so penibel Kalorien zählt. Ich weiß einfach, dass gut Fleisch ist so gut wie eigentlich nicht mehr vorhanden in meiner Ernährung. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich Reis esse, das ist sehr kohlenhydratreich. Ich weiß, Kartoffel kann ich eigentlich essen, bis ich nicht mehr kann. So, das sind so die Beispiele. Ich gehe noch ganz kurz auf das Thema Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel an, weil ich denke, das ist auch ein Teil der Ernährung, die viele, wenn sie in diesen Sportbereich reinkommen oder wenn sie denken, jetzt muss ich abnehmen, jetzt muss ich den Körper aufbauen, so wie Baywatch und so. Ja, bin ich ja nicht so ein großer Freund von, ganz ehrlich. Supplements, ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich zu Hause Protein habe, Proteinpulver, aber weil ich es ganz stark eben so nehme, wie es sein soll, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, es ist also keine Nahrung und es ist auch kein Essen. Wo ich auch schon Sachen gehört habe von Programmen, wo dann auf einmal die Nahrungsergänzungsmittel eine Nahrung ersetzen soll oder ein Essen. Wow, da denke ich mir, wo sind wir denn jetzt gelandet? Liebe Mädels, bitte, bitte niemals ein Essen, morgens, mittags, abends, durch irgendein Nahrungsergänzungsmittel ersetzen. Ihr könnt es supplementieren, ihr könnt es dazugeben, wenn ihr am Ende des Tages merkt, Protein reicht nicht. Hab keinen Bock, jetzt noch was zu kochen. Meinetwegen trinkt einen Shake. Da hat keiner was gegen, das verstehe ich, dass man manchmal einfach keine Lust hat. Es soll schnell gehen. Es schmeckt auch ganz lecker so. Und dann ist es natürlich völlig okay, aber es soll nie ersetzen. Ich halte so allgemein für Frauen, die jetzt das nicht als Hauptjob betreiben, Supplementierung sowieso als völlig überbewertet. Ich weiß, es ist ein bisschen, wenn wir uns ganz ehrlich sind, im Kopf ist es so, dass man hofft, innerlich, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man dadurch den Sixpack kriegt. Aber es ist nicht so. Es wird nie so sein. Ihr könnt ja den ganzen Tag die Pillen in euch reinziehen. Dadurch werdet ihr nicht schöner und nicht fitter. Es wird nicht passieren. Und deswegen ganz große Warnung.
wirklich nur als Ergänzung die ganze Sache nehmen. Es ist irrsinnig teuer und es muss wirklich nicht sein. Ich wollte euch noch auf jeden Fall sagen, dass ihr gucken sollt, wenn ihr auf diesen Weg geht. Zurzeit, das hat so der Januar mit sich gebracht, habe ich schon gesagt, dass jeder jetzt denkt, er müsste auch seine Ernährungsweise der Welt mitteilen. Ja, guckt immer, wem ihr da vertraut. Und zurzeit gibt es wirklich auf YouTube sehr, sehr, sehr viele Leute, die etwas zu Ernährung und Fitness bringen. Sehr viele. Sehr viele, die vorher vielleicht auch gar nichts gemacht haben, jemals. Und auf einmal guckt man sich die Videos an und ich finde es zwar immer toll, dass solche Leute auch ihre Weise mitteilen, aber viele Leute, wo ich auch merke, die nehmen sich daran ein Vorbild. Und diese Leute, die dann oft so Sachen hochbringen und so Videos so, hey, das esse ich so, gesund zum Frühstück Videos, wo ich dann immer denke, nee, das ist doch nicht etwas, was man erstens als Beispiel nehmen sollte, wenn dann irgendwie so Joghurt und 2 Stück Äpfel drin sind. Yay! Und guckt immer, wenn ihr so jemanden mal mit so einem Video seht, bildet euch lieber eine zweite Meinung. Guckt lieber, dass ihr noch euch selbst vielleicht informiert, durch andere Leute, durch das Internet, durch gute Quellen, weil es liegt immer daran, dass in YouTube mittlerweile sehr viel hochkommt, das, was eben zur Jahreszeit passt. Im Januar passt halt Fitness, im Sommer passt natürlich irgendwas mit Strand und Bräune. Und so ist das eben. Und deswegen wollte ich euch nur darauf hinweisen, genauso wie ich euch darauf hinweisen wollte, dass viele Programme, die hochkommen, eine spezielle Ernährung verfolgen, und zwar die Low-Carb-Diät. Ja, ich habe es euch ja schon gesagt, das ist die, die am effektivsten und am schnellsten ist. Ob sie auf lange Zeit gut ist, ich bezweifle es sehr stark und ich habe auch sehr viele Nachrichten schon bekommen, dass die Low-Carb-Diät auf lange Zeit nicht funktionieren kann. Und ihr dürft euch nur mal kurz hinsetzen und wundern, warum verfolgen viele Programme die Low-Carb-Diät? Weil dem Programm ist wichtig, schnelle Erfolge für euch. Ihnen ist es egal, ob sie dann 2 Monate später nicht mehr da sind, die Erfolge, und alles zurückgeht. Es geht nur darum, dass das Vorher- und das Nachher-Bild für den Programmzeitrahmen stimmt. Danach könnt ihr für diese Programme so dick werden wie ein Wal und zurück ins Meer schwimmen. Das ist denen völlig wurscht. Hauptsache, das Foto danach stimmt. Und genau das Foto danach. Und deswegen, das ist nur kurz meine kurzen Tipps an euch. Ich hoffe, sie waren euch nicht zu viele und nicht zu ausschweifend. Aber hey, so bin ich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.